Herzlich willkommen und schönen Freitagabend. Ich freue mich auf mein Rateteam mit Lukas Resetaritz. Eva Marold. Rudi Scheller. Thomas Maurer. Und Viktor Gernot. Es geht nicht nur um Körperpflege, es gibt den internationalen Ehrentag des Badens. Das ist heute, der Bath Day. Ja? Der Ehrentag? Der Ehrentag, ja. Nicht so ganz normaler Tag des Badens, sondern Ehrentag des Badens. Nein, aber weißt du warum Ehrentag? Wegen Archimedes. Der hat nämlich, also schon ein bisschen eine Zeit her, zwischen 287 und 212 vor Christus, ne, hat er beim Baden, und zwar eine Woche vor Sommerbeginn, tatsächlich beim Baden den Auftrieb, also das System des Auftriebs entdeckt. Wie er Pucci lassen hat, oder? Nein, das Zellophananteil hat er runtergedrückt. Dann ist er rausgesprungen wieder. Auftrieb ist das Gewicht der verdrängten Flüssigkeit. Ja. Es gibt jetzt übrigens einen neuen Trend. Rudi, bitte. Das ist jetzt immer so kalt, weil es gibt jetzt einen neuen Trend, Waldbaden. Waldbaden? Ja, das kommt aus dem japanischen Shinrin-Yuko, heißt es. Das wird dort als Therapie verschrieben. Es gibt sogar Waldbademeister dort. Den Artikel nur gelesen. Und was das ist da nicht, wurzelt man sie im Laub und die Nadeln? Oder? Nein, ich glaube, man geht nur hinein. Auf jeden Fall in dem Artikel ist nicht beschrieben worden, was der Waldbademeister macht. Und ich frage mich das jetzt die ganze Zeit, ob der schaut, ob niemand vom Hochstand springt. Oder so. Er macht das, was bei uns heißt der Förster, der Waldbademeister. Aber schön. Wieder was gelernt. Deswegen Goodies rund ums Baden. Und die erste Frage hat also auch ein bisschen mit Wasser zu tun oder vielleicht doch nicht. Ich möchte nämlich wissen, was ist eine Seesocke? Eine Seesocke? Seesocke mit Doppel-E. Ja. Ah, also kann ich die im Finstern ausschlafen finden, sondern okay. Vielleicht ist das sowas wie Essigbadscherl, nur mit Meerwasser. Ja. Was heilt man, was kuriert man damit? Wenn man untergegangen ist, wirkt das nicht ganz gut. Wenn man untergegangen ist, ja. Beatmet dich die Seesocke. Oh ja, bei Ertrinkungsfeldern pumpt sie die Socke auf, steigt auf, leuchtet und tut das auf, dabei runter, sie finden dich. Schöner Ansatz, die Seesocke und wunderbar umgewandelt. Nein, aber nach Kalmar, wenn der stirbt, und da hört es, ist ja sein Sackerl oder ja. Und wenn der so ein bisschen schon länger tot ist, dann wird der weich wie eine Socke und den kann man sich dann anziehen. Und wenn man zwei tote Kalmare hat, hat man rechts und links am Schuppen. Dann hast du ein Kalmar-Bar. Von Harlekin-Schuh, wo wir dann. Ja, fahren sie Schnabel zu. Vor allem gut deinen neuen Tintenfischbuch. Das ist, glaube ich, ein geografisches Phänomen. Irgendwas ein geografisches Phänomen, nämlich gleich. Und zwar, was ist denn das geografische Phänomen? Das ist beim Phänomen? See. Beim See? Also meinst du jetzt See oder das Meer? Ich sage mit zwei E. Ja, aber das Meer kann ja auch die See sein. Auch da gilt's. The Sea, für die englischen Abkürzungen. Also wenn so eine Landzunge reingeht, die ausschaut wie Socken. Aha. Eine Bucht praktisch. Eine geht. Naja. Kennt ihr Not? Da geht die Landzungen eine oder aus. Also, wenn eine Landzungen geht die eine, das war so, schau. Landzungen die eine geht die. Und die Landzungen die aus, die geht die. Weiter schön, Lukas, machst du nochmal. Gibt's einen Seestutzen auch? Aber es gibt eine Seezunge. Ein Seestrumpf. Nein. Seezunge gibt es, ja. Eine Seezunge gibt es, ja. Aber den Seestutzen gibt es nicht, weil es halt wirklich eine Socke ist. Weil der Stutzen geht ja ein bisschen weiter rauf. Ne? Ja. Das ist bis fast unter das Knie. Ja. Genau, und deswegen, glaube ich, gibt es keinen Seestutzen. Also wenn es mit Umlaut A wäre es ja klar, das ist dann leicht perforiert der Socken und der Bauer geht so übers Feld und sät quasi. Also aber auch kein Füßling. Den Samen zu verteilen. Kein Seefüßling. Nein, es ist kein Füßling, es ist ein Socken. Es ist definitiv kein Seefüßling. Vielleicht ist sowas Ähnliches wie so ein Windsack, nur halt, damit man, keine Ahnung, Kleinlebewesen aus dem See schöpft. Dass man weiß, ein Socken voll hat im Schnitt so und so viele Mikroorganismen. Mhm. Und warum sagt man nicht einfach Netz dazu? Weil es wie ein Socken ausschaut. Also, nein, ich glaube, es sind ausgeschnitten so kleine Löcher für die Hühneraugen, damit die rausschauen können. Deswegen ist es der Seesocken.
Also doch mit EH. Ja, ja. Oder? Nein. Mit CEH, ja genau. Nein. Tut mir leid. Aber ich weiß, gerade in Österreich, die sehen, sind ja, haben ja Trinkwasserqualität größtenteils. Und Achtung, ja. Pass auf, der. Was hast denn du da? Mist? Gernot, was ist denn das? Das war, er hat die richtige Antwort dargestellt. Nein. Nein. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Und, alter Mann auf Stuhl? Das fürchte ich auch. Nein. Alter Mann auf Stuhl. Rudern? Das kommt vom Rudern, das kommt vom Rudern. Naja, nicht solches Rudern. Ah, man darf ja auf ein Boot normal nicht mit die Bock. Ne? So wie am auf Boot, Bärs- darf man auf Boot, Boot musst du dir die Schuhe ausziehen. Oder du hast eigene Bootbock. Aha, okay. Ja? Gut. Deckschuhe heißt das. Oh, Deckschuhe, ja. Und wenn aber auch, wenn, sagen wir, das Boot so edel ist, also ja, mit Palisander oder am Perserteppich oder was ausgelegt, ja, dass man nur mit Socken drauf darf, dann sind das die Seesocken. Du glaubst wirklich, dass was der Victor jetzt dargestellt hat, ist also so ein Look. Damit er überhaupt Ruhe dann darf, muss er sich zuerst die Seesocken anziehen, damit er. Ja, es war aber das falsche Rudern. Ich suche ein anderes Rudern. Also so, wenn man nicht weiß, was sie ist, aber umrudert. Na, ja. Du kannst so rudern. Ja. Schlüpfen. Warte, die Eva ist dran. Jetzt ist die Eva. Jetzt, die hat einen Lauf. Es ist so wie ein Sack, wo sie sich einsetzen müssen. Ein Seesack. Seesocken. Ein Seesocken, du meinst, der dient der Sicherheit und Sauberkeit in einem Kajak? Ja, ja, ja. Der Butler, aber das die Butlerin setzt sich in eine übergroße, ja, wasserdichte Socke. Du meinst, dass das so ausschaut und das nennt man Seesocke? Ja. Bravo! Bravissima! Das ist praktisch. Super. Ja, schau. Man könnte auch dazu sagen, ein ganz großes Sackerl fürs Gackerl. Ich wollte gerade sagen, das ist wirklich eine, weil für mich schaut das aus wie ein Walfischpessar. Ja. Damals, wie wir den erfunden in der noch gehabt haben. Wir wollen keine neuen Walfischbabys. Also Sackerl fürs Fund. Du, ja, also vollkommen richtig. Aber schau, wie man von einer gewissen Blödheit des Herrn Victor Gernot kommt man zur richtigen Antwort. Ja. Schön. Kannst du nicht sagen, Originalität? Ja, oder sonst irgendwas? Von der originellen Darstellungsweise sich ein gutes zu holen, konnten wir die richtige Antwort ableiten. Nein, war nicht so schwer. Bitte gerne, Mitarbeitsplus auf jeden Fall für den. Habt ihr das gerne aufgelegt, Eva? Und der Ulrike Bammer aus Gmunden, der geben wir noch einen 300-Euro Büchergutschein. Danke vielmals. Ja. Wir hätten wieder ein Piktogramm anzubieten. Ne? Nein, das will ich nicht früher aufsetzen. Rudi, du kannst dich noch drehen, du bist zum zweiten Mal heute bei Was gibt es Neues? Ja, genau, und ich weiß immer noch, die Sendung verläuft im Grunde recht straight. Ich habe 3 Joker. Yeah! Und, wenn man es nicht weiß, fragt man das Publikum. Und du nimmst am Schluss 250.000 Euro mit nach Hause. Ja, genau, so wie immer. Einfach so geht das. So, ja, wie immer, so wie letztes Mal. Hier ist das Piktogramm der Woche. So, was könnte das bedeuten? Bombe. Nicht der Bombe nachschauen. Ja. Nichts der, genau, nicht der Bombe nachschauen. Oder wenn man eine Bombe raushaut, dann gleich eine zweite nach. Oder nach dem Bombenwurf Türe schließen. So schaut das aus, oder? Ja, stimmt. Ja. Könnte aber auch eine Waage sein, auf der ein Kätzchen zusammengerollt liegt. Oh, und zwar ein kopfloses Kätzchen. Ja. Oder es bedeutet, Glotzerte und Zopfträger werden rücksichtslos enthauptet. Wir haben geschummelt. Ihr habt es auslassen? Nein, wir haben es nicht auslassen, wir haben es in einem. Also wir haben es euch ein bisschen gedreht. Und das richtig schaut so aus. Und es hat aber schon jemand eine Assoziation gehabt. So gehört es. Und jetzt seht ihr aber keine Bombe mehr. Pferdeschwanz verboten. Nein, das ist für Damen. Die Toilette für Damen, oder? Nein, es ist tatsächlich eine Waage und es ist ein Kopf mit einem Pferdeschwanz von oben. Nein, im Wasser irgendwie. Schauen Sie, dass Ihre langen Haare nicht nass werden. Die Eva ist heute aber sowas von super. Aber die Eva ist heute sowas von super. Stimmt. Hey! Also das ist ja
Ja. Oder Achtung. Also, wir haben das passend zur Sendung. Zum Internationalen Tag des Badens wurde nämlich in einem der großen Thermalbäder in Budapest im Ruderspad aufgenommen und heißt tatsächlich, Gäste mit langen Haaren werden gebeten, diese vor Betreten der Pools zusammenzubinden. Ich wusste nicht, dass du so großartig Ungarisch kannst. Aber super, Eva, komm. Es war ganz richtig, war es ja, was ich nicht. Was heißt ganz richtig, war es nicht. Also. Da kannst du mir so ein Bodentierchen nachher, weil du kriegst nur ein paar. Ja, das wird sowieso ans Publikum weitergegeben. Ja, ich gebe das der Eva als It-Girl. So, ich bedanke mich noch für das Piktogramm aus Budapest bei der Angelika Marek aus Wien. Bravo. Danke. Meine Damen und Herren, wir freuen uns nach wie vor, nach vielen, vielen Jahren, die diese Sendung schon läuft, freuen wir uns über Ihre Zuschriften, über Ihre Fragen, über Fachbegriffe, über Dinge der Woche. Alle Adressen, an die Sie uns etwas senden können, sind an dieser Stelle eingeblendet. Und diese Woche haben wir auch wieder jemanden besucht, der uns die nächste Frage stellen wird. Wir waren bei einer jungen Dame. Schönen guten Abend. Ich bin Caroline Weinzettel aus Wien und meine Frage an euch lautet, wo kommt in Österreich das Zick-Zack-Prinzip zur Anwendung? Bei der Regierungsbildung. Ist das ja anders, ist das Zack-Zack-Zack. Das ist anders. Das ist anders. Zack-Zack ist anders. Ich wusste es. Wir haben heute bei der Redaktionssitzung gesagt, wie viele Antworten brauchen wir, bis wir beim Zack-Zack-Zack-Prinzip sind. Klopp, klopp! Ja, ja. Zick-Zack. Gibt es bei Betrunkenen im Straßenverkehr? Beim Parkverbot ist am Boden ein gelbes Zick-Zack. Ein Parkverbot. Ja, wo du nicht stehen darfst. Aber Sperrlinie ist Zickzack bei. Mhm. Frage, bei dem Zickzack darf man da als Mensch auch nicht stehen oder nur als Auto? Nur als Auto. Ach so, okay. Mhm. Nur wenn du der Auto bist. Oder bei der Montur von Kanalschächten, die sind auch immer so im Zickzack. Was, die Montur von Kanalschächten? Kanalschächte sind immer irgendwie, kommt man vor, so angeordnet, dass man nicht gerade durchfahren kann, ohne sie zu überfahren. Die sind immer du fährst durch Kanalschächte? Nein. Ah, drüber. Kanaldeckel. Okay, ja. Kanaldeckel sind immer so angebracht, dass man nie normal fahren kann. Ja, aber das ist ja dir wurscht. Oder bist du Rabenfahrer? Nein, aber ich habe ein empfindliches Auto. Ja, für mich ist das in der Tat. Ja. Als Radfahrer, ja, da fährst, aber das sind eher Schlangenlinien. Ja, eben. Ja. Ne? Zick-Zack-Prinzip war das. Zick-Zack-Prinzip. Ja, ich glaube, das kommt zum Tragen, wenn man einen SPÖ-Funktionär fragt, wie es mit der Koalition mit der FPÖ ausschaut. Ja, nein, weiß nicht beides, gehen Sie weg! oder sehr beliebt ist, wenn so. Landherren in den ländlichen Gegenden Österreichs einladen zur Treibjagd ihre gespritzten Wiener Freunde. Bitte haut euch in Hubertusmantel, wir töten wieder alles, was kreucht und fleucht. Und dann schießen ja diese Amateurjäger dann wirklich kreuz und quer. Und da ist dann, wird den Kindern, den autochtonen Eingeborenen dort, wird empfohlen, nur im Zickzacklauf ganz schnell, möglichst flott nach Hause, weil sonst hast du schon Ladung schon drinnen, weil die können ja ein Rebhuhn von einem kleinen Kind nicht unterscheiden. Dann werden die ja vielfach mit Hasen aufgezogen. Es gibt ja dieses Reißverschlussprinzip, dass man beim Einordnen mit Auto. Also, ja. Funktioniert genauso wie die Rettungsgasse. So was Ähnliches ist, dass man das halt irgendwo Zick-Zack-Prinzip, also in Österreich. Aber Sie haben gesagt in Österreich, das heißt, es ist in der Schweiz anders, es ist in Deutschland anders, es ist, ne? Nein. Das heißt Hopp- oder Trop-Prinzip. Das heißt übrigens auch französisches System. Französisches Zickzack-Prinzip. Ja, das ist, wenn man hat zwei Liebhaber, macht der Zickzack, macht der Zickzack. Aber
Kann es was mit dem Nähen zu tun haben, wenn man was näht? Mit dem Nähen? Nein. Nein, aber vielleicht mit dem Zerkleinern von zum Beispiel Frühlingszwiebeln. Mhm. Zick-Zack-Zillis war mal, glaube ich, Werbespruch. Ja, ihr alle. Jeder von uns, glaube ich, hier, hat mit dem Zickzack-Prinzip mehr oder weniger täglich mit dem französischen? Ja, es wird französisches System genannt, weil es zum ersten Mal 1805 in Paris eingeführt wurde. Aber es Schuhe hat sich... Schuhe zubinden. Vorher haben sie die zugenaht und dann ist das Zickzack-Prinzip erfunden worden. Ja, aber damit hast du jeden Tag zu tun. Naja, jeden Tag zu tun ist jetzt übertrieben. Ja, ich weiß, in deinem Alter hast du schon Schlüpfer. Aber. Na, oder es ist dieses Höflichkeitsprinzip. Mir passiert das praktisch täglich, dass ich bei irgendwem stehe und der will vorbei. Wir gehen zwei, dreimal synchron. So bisschen. Okay. Das wäre auch das Zickzack. Wer will bei dir daheim bei dir vorbei? Aber damit ich wohne in einem Turmhaus. Damit könnte man jetzt, wer will bei ihm daheim vorbei? Okay, niemand. Aber was machen wir, wenn man den Thomas Maurer daheim besuchen möchte? Aber man muss ihn grüßen. Den Thomas Maurer? Erst einmal muss das wollen. Ja. Und dann kriegst du eine Adresse. Na, dann sagt der Thomas Maurer, ich wohne in der... Gerade und ungerade Nummern auf beiden Seiten von der Straße. Zick, zack, zick, zack. Fragen wir Caroline Weinzettel. Das Zickzack-Prinzip regelt die Hausnummern. In vielen Ortschaften wurden die Häuser ja bis ins 19. Jahrhundert nach Belieben durchnummeriert. Je größer die Orte jedoch wurden, desto unübersichtlicher wurde das. Deswegen stellte man auf das bis heute noch übliche Zickzack-Prinzip um. Rechts die geraden und links die ungeraden Hausnummern. Und das in ordentlich aufsteigender Reihenfolge. Rudi Schöller! Wunderbar! Abo! Oh! Frage! Frage! Bitte! Gehe ich zur Straße entlang, habe ich rechts die geraden Hausnummern und links die ungeraden. Mhm. Ja. Dann drehe ich um, weil ich was vergessen habe. Dann zack, habe ich rechts die ungeraden und links die geraden. Gibt's aber keine aus. Und gehe nie fort. Ja, aber man muss es immer vom Ortskern aus sehen. Das hat es nicht. Weiß ich, wo der Ortskern ist. Das, du, mach das einmal in St. Pölten. Da gibt es nur zick, zack, fertig. In Straßhof ist Leibwand, da ist nur eine Straße. Ist 40 Kilometer lang. Das ist längste Ort der Welt. Ist dann zick, zack, zuck ist das dann. Gut, seid ihr bereit? Ist übrigens toll. Eva hat die ersten zwei gelöst. Der Rudi hat die dritte gelöst. Super, und wir Alten haben nichts, ne? Nix. Aber wir haben ja noch was. Immer gleich daheim. Weißt du, wer nichts da rot, darf nicht mehr kommen. Verdammt. Aber wir haben in 15 Jahren, glaube ich, nur einmal kann ich mich an eine Sendung erinnern, wo, also auch ein bisschen mit Hilfe natürlich, aber wo alle Fragen gelöst worden sind. Das gab es genau einmal. Das heißt, ihr müsst euch jetzt echt anstrengen, weil beim Ding der Woche bin ich sehr gespannt, ob ihr drauf kommt. So, jetzt kommen wir zu deinem. Eine Seesocke. Ja. Ja, so, meine Damen und Herren, ich verrate Ihnen schon, wie Ihr Insert, wozu das Ding der Woche dient. Mhm. Genau. Und dann gehen wir's. Soll ich's werfen? Ja, ich werfe es. Ein Badehaus für Klingonen. Ein Badehaube für einen Hodenbruch. Ja, oder ein Hodenhypertrophie-Simulator. Silikon. Das Ganze ist offensichtlich irgendwo in Asien hergestellt, weil das sind so asiatische Schriftzeichen, kann man das vorlesen? Mhm. Nein, das ist immer spiegelverkehrt. Was ist das für eine Schrift? Keine Ahnung. Das ist ich kann das asiatisch. Da ist was drin an. Ja. Da ist, ist das ein Apfel? Oder das Du weißt es schon? Nein, warte. Da kann man es fixieren. Das kommt ja zu dir. Spermatozoon. Sagt man nicht. Das kann man dann, kann man das da durchfädeln? Ich sag nie. Du sagst nicht. Das kann man da durchfädeln, wenn man geschickte Finger hat. Ja, kann man. Ihr könnt euch in der Zwischenzeit, liebe Kinder zu Hause, auch im Stillen beschäftigen. Ja. Bis der Onkel Victor fertig ist mit durchziehen. Und da kann man Sachen hineingeben und das kann man da auch dann so verschließen mit diesem Apfel. Blatt, Silikonteil. So, und dann kann man das aufhängen. Ja. Und das sind dann. Aber jetzt sagst du nur, was reinkommt.
Das nimmt man vielleicht, das hat man dann zuhauf bei sich, wenn man etwas erntet. Was ist erntet? Bei der Kirschernte. Ja, und wie viel Kirschen kriegst du eine? Du kriegst dann einen halben Kilo Kirschen eine in den Zeger. Dann vielleicht, wenn man Läuse melkt. Ja, ja. Oder es ist für Leute, die wissen, wenn sie die Zwiebeln kaufen, die werden einer eh immer schimpelt, dann sagst du da eine, dann safteln sie wenigstens nicht durch. Was hat gewesen? Wie das? Miandashi. Miandashi? Tashi ist diese... Dieser Tashi. Nein, Tashi. Tashi ist diese japanische Suppenbasis. Mit die von mir aus. Ja, da gehen die kleinen japanischen Kinder, kriegen es aus von der Mama. Das ist ein Jausensackerl. Da ist ein Taschi drin. Schau, Papa, jösses Kindergarten. Darf ich dir weitergeben? Ganz kleine japanische Kinder kannst damit baden, ohne dass sie nass werden. Die gibst du rein. Gerne vom Wasser, aber sie werden nicht, muss das nicht antrinken. Schön. Weil das wollen sie nicht, die kleinen Japaner. Ja. Schön, gell? Ein Speibsackerl. Ein recycelbares Speibsackerl vielleicht. Ja, ich glaube, der Vorteil eines jeden Speibsackerl ist, dass es undurchsichtig ist. Du wirst das ja nicht ausschauen. Na, sicherheitshalber schon. Na ja. Was? Aber jetzt... Oder sagen wir... Ist dieses Blatt... Thomas, ist dieses Blatt... könnte das auf einer Weinrebe ranke? Das kennt ihr aus Mayonnaise-Salat. Bei der Weinverkostung zum Spucken. Also zum Häuser. Ja, genau. Nicht einsplatzen. Hast du jetzt einen gespuckt? Nein, ich habe einen Kraft, der mir innewohnenden Schauspielkunst, habe ich einen Ausspuckvorgang simuliert. Ah, super. Aber das ist jetzt irgend so was Grünes. Das ist so was Grünes drin. Okay. Wow, das ist so magatschig. Aber die Oscar von der Best Spitting Image goes to... Fürs wiederverwertbare Speibsackerl spricht doch, dass man mit dem Flugzeugnachbarn ins Gespräch kommt. Und du kannst es leicht reinigen. Nachher, du drehst es einfach um. Dann kannst du in die andere Seite. Es ist ja, im Normalfall ist es ja immer irgendein Küchending, oder? Na, immer. Na, aber meistens, außer da wird er gerne und trinkt daraus. Dann ist es ein Schweinebraten. Erinnere mich nicht. Dann ist es ein Schweinebraten. Also wirklich, da muss ich jetzt das Ding, die Rubrik Ding der Woche in Schutz nehmen. Wir haben nicht immer ein Küchen. Was? Meine. Aber. In der Sache stimmt es, es war schon ein paar Mal ein komplett unnötiges Vorratszubehör, dass der Oliver dann gut kauft. Okay. Aber es ist ja sehr oft irgendwas, damit es nicht aus der Pfanne spritzt. Ich finde das gut auch dafür. Das konnte man auch dafür verwenden. Ja, aber das, wir müssen das auf eine Pfanne legen. Es ist ja wurscht, ob es spritzt nicht aus. Ja, aber entschuldige. Oder es ist ein Hamsterpool. Oder du kannst Goldfisch baden. Die Goldfische werden immer Aquarium oft so dreckig. Ja. Und dann nimmst du das raus, gibst das da ein bisschen Seife dazu. Schleuder. Eine Goldfischwaschanlage. Ja, eine Goldfischwaschanlage gefällt mir. Okay. Ja. Nicht zum Baden, aber wenn du das einkaufen gehst, in die Tierhandlung, dass du das heimnimmst. Ja. Doch so ein Fiaker-Poo-Bag. Da geht die Tür am Schwarf montiert. Wer will sich denn das alles anschauen? Erbrochenes, Exkremente, schaut sich das Video keiner sehen. Das sind doch alles... Du meinst, okay, was wollen wir uns anschauen? Nein, er hat vorher von einem Speibsackerl gesprochen und gesagt, man sieht durch. Und sagt, keiner will einen Speibsackerl und sagt, schaut, ich hab Corona. Oliver, das heißt, da kommt was rein, was wir gerne sehen. Ja, gib's mir einen halben Kilo Goldfisch. Da geht's. Was wir uns auch gern anschauen, was uns nicht unbedingt graust, wenn wir sehen, was da drin ist. Nein, da graust dir definitiv nicht. Das, was es ist vielleicht eine Blumenvase. Eine Blumen, er stört das einmal daheim. Wenn Wasser drin ist. Ja, dafür hängst du das ja auf mit dem Schlauchel am Opfer. Es aufhängen und dann tust du ein paar Blumen rein. Maschinen. So ein Designer. So eine Designer-Silikon-Blumenvase zum Aufhängen. Ja. Großartig. Nein. Du hast vorher gesagt, du hast vorher gesagt, du weißt es. Ja, da. Das war es gewesen. Ja, dann kann ich dir jetzt sagen, du weißt es nicht. Ja, aber dieser Apfel und diese Blüte, hat das irgendwas mit dem Hinweis, ist das ein Hinweis? Wäre das ein Hinweis? Nein, das ist, Apfel, das ist ein Hinweis worauf? Das ist das Äpfel. Dass es für Äpfel oder Obst gehört. Nein, das ist kein Hinweis, dann ist es nur eine verschnörkelte Spielerei. Okay.
Okay. Also es wäre theoretisch mit Windows auch kompatibel. Das ist zum Tofu machen. Nein. Na gut, dann nicht. Das ist eine Selbstmordmaske, wenn man ersticken möchte. Und was aber dann doch wichtig ist, dass man sieht, wer sie umgebracht hat. Ja, was gibt es Neues im Kollektiv Selbstmord begehen? Maurer, Gernot, Bayer, alles klar. Kein Gerät für Sojasprossen. Das ist nämlich eine Sojasprosse und die Sojabladel. Oder jetzt im Sommer und vielleicht, weil man geht ja dann vielleicht baden und dann legt man die Badekleidung ab und die macht ja sonst den ganzen Inhalt der übrigen Tasche nass. Dann gibst du die nassen Sachen in diese Silikontasche hinein, tust das schön zuschneiden und dann... Ja, aber Victor, auch wenn du es schön zumachst, es bleibt trotzdem irgendwie offen. Das heißt, wenn das sehr es feucht saftelt. Ist, saftelt das aus. Ja, das ist aber durchaus menschlich. Darum gebe ich ja Sojabohnen rein. Ja, genau. Du meinst also eine Badehosel nicht auszusaugen. Das heißt, es darf nichts Flüssiges sein, aber etwas, was Luft braucht. Mhm. Zum Beispiel ein Meerschweinl. Ist nicht flüssig, braucht jede Menge Luft. Ja. Meerschweinl. Na gut, ich hol's mir mal. Das ist schade. Für Weinliebhaber, denen diese klassischen Dekantierflaschen zu affig sind, auf Understatement. Dekantiert im Silikonsackerl. Ja, schade, dass ihr nicht draufgekommen seid, aber ihr seid natürlich. Keiner hatte eine Idee, dass das ein Küchenutensil sein könnte, oder? Ja. Ist es eins? Ja. Und zwar? Nein, das war aber ein unfairer Bluff. Sehr unfair. Ehrlich. Willkommen bei Was gibt's Neues? Eine Dampfnudelform. Nein, es ist ein Teigknetbeutel aus Silikon. Ich zitiere aus der Bedienungsanleitung, das habe ich am liebsten bei solchen Dingen. Vergessen Sie klebrige Finger, schmutzige Arbeitsflächen und Mehl, das überall in der Küche verteilt ist. Denn jetzt mischen Sie alle Zutaten ganz bequem im praktischen Silikonbeutel zusammen. Na, die Botzerei möchte ich mir anschauen. Einfach alle Zutaten der Reihe nach in den Beutel geben, dann den Beutel fest mit dem Verschluss. Danke, Victor, du hast es schon gemacht. Verschließen. Beutel den Partner um die Ohren schlagen. Ja, und dann anschließend ordentlich durchkneten. Fertig. Ja, und dieser Silikonsack eignet sich übrigens bei Bedarf auch zum Marinieren. Aber es ist toll, weil meistens der Großteil der Familie macht sich die Finger eh nicht schmutzig. Meistens macht er das die Mama. Man könnte sich einfach die Hände waschen noch, oder statt diesem. Ja, das brauchst du jetzt nicht mehr. Das brauchst du jetzt nicht mehr. Das muss man ja waschen. Oder du brauchst nie wieder Hände waschen. Du brauchst gar keine Hände. Ja, dann her damit. Aber die Margret Lettmeier aus Eichgraben, ich weiß nicht, wir werden sie zurückschicken. 300 Euro Büchergutschein für den Teigknetbeutel. Danke. Und Rudi Schellerbacher für den Hinweis, Küchenutensil und für den unfairen Bluff meinerseits. So, was gibt es Neues vom österreichischen Fußball? Zum ersten Mal überhaupt hat sich Österreichs U21-Nationalmannschaft für die Europameisterschafts-Endrunde qualifiziert. Die Bravo. Beginnt morgen, findet in Italien und San Marino statt. Und für den gesamten Kader stellt der Teamchef Werner Gregoritsch jetzt die Promi-Frage. Übrigens, also es geht am Montag in Triest los gegen Serbien, am Donnerstag, Sonntag in Udine gegen Dänemark und Deutschland. Und er hat sich für uns natürlich auch eine Fußballfrage ausgedacht. Bitte schön, Herr Gregoritsch. Es geht darum, dass in Schottland bei einem U19-Spiel einer Mannschaft aus Aberdeen der Ball, wie so oft, in hohem Bogen über das Stadion hinausgefallen ist. Und das ist schon öfters passiert. Wichtig ist es deswegen, weil dieser Ball weltweit dann in allen Medien gekommen ist. Warum wohl? Was glaubt ihr? Also die Angehörigen der britischen Königsfamilie erschlagen. Oder er ist direkt in die Kamera, dann hat man es leicht übertragen können. Der wurde verschossen, der Ball. Also ja, aber es könnte da draußen der Kamera stehen. Gut. Ach so, da. In Aberdeen. In Aberdeen, ja. Scotland. Hm. Hilft dir das?
Naja, ich war, ja. ich war noch nie dort, aber wenn zum Beispiel das Stadion... Ich war noch nie in Aberdeen. Aber wenn zum Beispiel das Stadion nahe an einer Klippe gebaut ist, da ist ins Meer geflogen, der ist Ball. Ist Aberdeen eine Hafenstadt? Na, das weiß ich eben nicht. Ich glaube nicht. Wenn man weit genug geht, ist jedes Tag der Hafenstadt. Ein Moor runterschlagen. Nein, ich glaube, das war der Ball, der den Boris Johnson am Kopf getroffen hat, wie er gerade überlegt hat, ob er sein Pro- oder sein Anti-Brexit-Artikel veröffentlichen soll. Dann hat der eine runtergefallen und der Rest ist Geschichte. Und seitdem hat er dieselbe Frisur wie der Donald Trump. Ich habe keinen Empfang im Studio. Ja. Aber vielleicht hat aber draußen eine Backpipe-Gruppe, also eine Dudelsack-Truppe gerade ihren Aufmarsch gemacht. Ja. Der Ball ist dann im hohen Bogen über das Stadion und hat dann so einen Aufspringer, Abpraller. Und ist dann Aberdeen ist an der Küste, Entschuldigung. Meine Damen und Herren, ich muss unterbrechen, wir schalten leider Schottland. Aberdeen ist an der Küste. Ich war ungefähr 0,7 Sekunden vor der Point. Das kann ich nie wieder dazu. Danke vielmals. Aber danke für die Hilfe. Die Geschichte hast du mir beerdigt. Probier es nochmal. Komm, wir machen das. Wir schaffen das. Probier es nochmal. Nein, es geht nicht. Er hat sich schon vergessen. Ja. Du hast mir die Rutschen gekriegt. Ich habe nicht zugehört, weil ich habe Aberdeen gesucht. Ich weiß, an der Küste ist. Und du hörst mir seit 15 Jahren nicht zu. Entschuldigung, Lukas. Ja, in hohem Bogen aufs Meer und aufs Seerohr von einem U-Boot, von einem Atom-U-Boot war gerade raus und da ist die Wuchtel genau drauf und ist stecken geblieben. Und die haben dann auftauchen müssen, weil der nichts mehr gesehen hat. Haben wir nicht mehr runtertauchen können, weil der Boy nach oben gehalten hat. Ja. Willst du es nochmal probieren? Siehst du, das stimmt. Willst du es nochmal probieren, Viktor? Nein. Bitte, oh ja, bitte. Ich glaub, das Publikum wird begeistert lachen. Ja! Ich halte auf den Mund. Nicht, vor am Stadion, Dudelsackgruppe, Ball fliegt über das Stadion, springt am Asphalt auf und unter den Schottendruck eines dieser Dudelsackspielers, der nur dazu O-Haxen hat und der sinkt seitdem um 1,5 Oktaven höher. Wahnsinn! Das ist ein Wahnsinn! Victor! Das Warten hat sich gelohnt! Wahnsinn, Victor! Ich mag es nicht! Mag es überhaupt nicht! Aber wieso? Du, mein lieber Herr, gib mir nicht solche Sachen, sonst bekommst du eine Schaumbehandlung von mir. Waschbaum rosa! Das sollte man, glaube ich, wirklich ausprobieren, oder? Nein, mach nur weiter. Er ist vielleicht auf irgendeine Art und Weise wieder zurück ins Stadion gekommen und dann ist ein Tor draus gefolgt. Ein Möwe hat ihm zurückgeschleudert. Nicht wahr? Genau, er ist von einer Schildkröte abgeprallt, von einem Habicht geschnappt worden. Den hat wie der Adler angekragelt, der Ball fährt rein. Und Tor! Tor! Genau. Ich bis am Adler hätte es genau so gesagt. Wird der Wahl dazwischen noch gehört? Im hohen Bogen ist er in Aberdeen über den Stadionzaun geflogen. Verkehrsunfall. Verkehrsunfall. Möglichkeit. Die Frage ist, wann hat das in die Medien geschafft? Gleich danach oder hat es ein bisschen gedauert? Es hat ein bisschen gedauert. Weil ich bin warum? Weil in Southampton hat das ein kleines Kind aus dem Meer gefischt. Und jetzt fangen wir den Werner Gregoritsch. Der mit dem Vereinsnamen beschriftete Ball wurde 1800 Kilometer entfernt gefunden. Er wurde vom am Stadion vorbeifließenden Fluss Dee in die Nordsee gespült und von dort nach Vana in Norwegen getrieben. Ein gewisser Nils Hugo hat ihn beim Treibholzsammeln am Strand gefunden und ihn den Eigentümern nach Aberdeen mit folgendem Vermerk geschickt. Ihr Schotten, könnte aber auch sehr weit schießen. Dankeschön. Danke, Werner Gregoritsch. Und alles Gute für die EM der U21 Fußballnationalmannschaft. So, pass auf, was haben wir noch? Ja, bleiben wir doch einfach im Norden, also nicht ganz so nördlich wie Norwegen. Gehen wir an die Alster oder an die Elbe, je nachdem, wie man es möchte. Was wird in Hamburg als Millionärsdöner bezeichnet?
Millionärsdöner? Millionärsdöner. Es gibt ja einen Businessdöner. Ne? Ja, aber was ist der Businessdöner? Der Businessdöner ist ohne Zwiebel, damit man nachher wieder in Verhandlungen treten kann. Das heißt wirklich so. Wirklich? Ja, ja. Und vielleicht gibt es Millionärsdöner ist vielleicht... Toastbrot mit Kaviar. Ja, oder? Ich gebe da was abgefuckt. Hummerstreifen mit Kaviar dazwischen. Genau, aber scharf mit alles. Ja. Und mit Goldfolie drüber. Goldfolie, ja. Ja. Oder halt, wenn es was Seltenes ist, also das letzte Exemplar irgendeines kleineren Delfins oder so, das man so für Gäste am Spieß brot, damit alle was eine Erinnerung haben. Könnt ihr euch erinnern, wie wir den letzten Delfin gegessen haben? So. Ja, ich esse keine Delfine mehr, weil da werden immer viele Thunfische dabei auch getötet, wenn man Delfine jagt. Entschuldigung. Nochmal mit Schotten. Heute habe ich wirklich einen Lauf. Ah, ja, ich halte die Feuchtigkeitsdusche für dich bereit. Danke, höflich. Na, vielleicht ist es vielleicht, dass Millionäre getönt werden. Also der Trump orange, der Mateschitz weiß. Millionärstöner. Es ist schon das weiche D, es ist der Döner und es ist tatsächlich also das, was wir mit Essen assoziieren und mit türkischem Restaurant, Döner. Ja. Aber mit Kobe-Rind, eben. Mit allerfeinsten Zutaten. Ganz normaler geschissener Döner, aber mit alles. Ja, wieso? Das gibt es doch überall. Wieso heißt der Millionärsdöner? Ja, weil irgendeiner damit angefangen hat. Mit Geld. Okay. Ja. Ein Geldscheindöner. Ja. Aber da gab es auch irgendwie den, wer war das? Der Bayern-München-Fußballer Ribéry? Ribéry mit Goldfolie. In Dubai mit diesem komischen platzierten Gold, ja? Ja, genau. Der hat das Fleisch stehen lassen, der hat nur das Gold gegessen. Und den Rest hast du im Ohr. Ja, aber was ist jetzt das Pendant dazu, der Millionärsdöner in Hamburg? Es geht um Hamburg. Ein Dönerstandl in der Elbphilharmonie. Schön. Oder ist auch berühmt für seine Welt der käuflichen Damen. Vielleicht ist, wenn dann zwei Kunden auf einmal und das sind gebuchte Kunden, das ist dann der Millionärsdöner. Wir müssen in Wien da sagen, was ist, machen wir ein Sandwich, aber das ist halt Millionärsdöner. Wäre auch scharf mit alles. Wunderbar. Aber ein schönes Bild mit euch, danke. Wobei, sind die Millionäre die Füllung oder die Weckerl? Ich kann es nicht sagen. Aber das Pendant zu diesem Steak? Also, sagen wir mal so, wir sind eher so quasi, hat nichts mit Sex zu tun, aber man kann den Millionärsdöner nicht essen. Aha. Okay. Das ist jetzt meine Hilfestellung. Man kann den Millionärsdöner nicht essen. Wenn ich jetzt mir fällt ein Pendant ein, Berlin, gibt es keinen Millionärsdöner. Sondern? Eine schwangere Auster. Aha. Jetzt aber. Die schwangere Auster ist ein Gebäude, die Oper, glaube ich. Oder das war's jetzt. Ja, immer ja. Ich könnte es googeln, aber ich traue mich nicht, dann passt es wieder nicht aus. Ist das das? Nein, bitte. Das ist nicht. Und dann ist der Millionärsdöner. Die Elbphilharmonie. Die Elbphilharmonie, aber die schaut nicht aus wie ein Döner. Sehr dönig aus, ne? Also nein, dieses Gebäude hat es noch nicht so in die Nachrichtenschlagzeilen geschafft. Das ist der Marco Polo Tower. Und die Hamburger haben ihm den Spitznamen Millionärsdöner gegeben. Es sieht eben aus wie so ein Kebab- oder Dönerspieß. Und die Designerwohnungen mit exklusivem Hafenrundumblick kosten bis zu 10 Millionen Euro. Victor, was für dich? Auf was hinauf? Na, ein Döner hat er gemeint. Aber bitte für mich ohne Zwiebel. Ja, okay. Das sind sie, der Millionärsdöner. Da können jetzt rundherum die Abgase von den Kreuzfahrtschiffen einatmen. Weil sonst hast du das oft nur auf einer Seite. Na, darum dreht sich der Döner-Dauer so weg. Ah, das war natürlich noch, wenn er sich so dreht. Drehen auch. Ja, es gibt und ja schon. Tropft so fett. Ja. Rosmarie Diewald bekommt den 300 Euro Büchergutschein. Bravo. Für den Millionärsdöner. So.
Ich glaube, das war eine schöne Sendung. Ihr habt genug Badekudis bekommen zum internationalen Badewannentag. Und damit darf ich sagen, ich freue mich auf nächsten Freitag. Bitte nicht versäumen, das ist schon die letzte Sendung vor der Sommerpause. Oh. Ja, in diesem Sinne ein schönes Wochenende und ich hoffe auf ein Wiedersehen am nächsten Freitag. Alles Liebe.